Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir für euch. Und wir machen heute wieder einen Blumenkranz. Ich habe ja vor einigen Wochen schon einen Blumenkranz gemalt und zwar zu Weihnachten. Es ist so ein ganz weihnachtlicher Blumenkranz geworden und ich habe mir da tatsächlich nicht so viel bei gedacht. Ich fand den total schön und wollte den einfach machen und habe den gefilmt, habe aber keine Erklärung dazu gegeben, sondern wirklich einfach nur ganz normal einen Zeitraffer gemacht und ein bisschen Musik runtergelegt. Aber irgendwie hat euch der richtig, richtig gut gefallen, dieser Blumenkranz. Und ganz viele haben mich gefragt, dass sie es, oder ganz viele haben gesagt, dass es voll schade war, dass ich einfach keine Erklärung dazu abgegeben habe. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt nochmal einen Blumenkranz und ich erkläre euch jetzt wirklich Schritt für Schritt, wie ich vorgegangen bin. Und die Sachen, die ich jetzt im Prinzip euch zeige und die ich mache, die könnt ihr ganz, ganz genauso auch auf den weihnachtlichen Blumenkranz anwenden, ja. Und zwar wird es heute ein winterlicher Blumenkranz. Dazu nehmen wir einfach so eine Farbpalette, die auch im winterlichen, so in winterlichen Farben gehalten ist. Ich halte mich da so an hellblau, blau, lila Töne und zeige euch mal einfach so Schritt für Schritt und erkläre euch wirklich ganz genau, wie ich den Blumenkranz aufbaue, damit ihr genauso zu dem Ergebnis kommt und nicht nur so den Zeitraffer habt, ja. Als allererstes wieder ganz normal, wir brauchen wieder unsere Aquarell-Ausstattung. Das schreibe ich euch in die Infobox, welche Materialien ihr verwenden könnt, müsst, sollt, welche ich habe. Wie gesagt, wir brauchen wieder Aquarellpapier, eine Mischpalette, Pinsel, wir brauchen Wasser und ein bisschen was zum Abtrocknen. Hier so ein Tuch zum Beispiel. Pinsel habe ich mir rausgesucht. Eher so ein paar schmalere Pinsel. Ich möchte nicht so nur mit so großen arbeiten, sondern ein bisschen schmaler. Ich werde auch hier den Water Tank Brush Pen benutzen. Ja, hier ist so ein Wassertank dran, den kann man dann mit Wasser befüllen. Dann muss man zum Beispiel nicht immer in Wasser gehen, sondern dann kann man die Farbe und dann muss man hier so nur hinten drauf drücken, dann kommt so das Wasser raus und man kann halt direkt in die Farbe gehen. Das mache ich jetzt so nicht, sondern ich benutze den einfach nur so wie einen ganz normalen Pinsel mit der Pinselspitze. Die ist aber ganz toll lang. Ihr könnt das hier ganz gut sehen. Die ist toll lang und so spitz irgendwie. Also da ist nochmal ein bisschen anderes Verhalten und nochmal ein anderes Feeling mit dem Pinsel zu malen. Und den probiere ich jetzt einfach mal wieder aus. Habe ich schon lange nicht mehr mit gemalt. Und habe hier noch ein paar dünne Pinsel. Mal gucken, ob ich die auch noch brauche. Ja, genau. Und ansonsten brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kreisrunde, also irgendwie was Kreisrundes, was wir hier so auf unser Papier legen können und dann quasi als Form quasi nehmen können. Ich habe hier, das ist so eine Box zum Beispiel, bei mir hier ist so Washi-Tape und so ist hier drin. Und da nehme ich hier den Deckel und ich finde das immer so perfekt. Er hat immer genau so die richtige Größe für so ein A5-Papier. Also bei mir ist das hier heute A5. Das Allerwichtigste bei dem Blumenkranz ist, dass ich quasi mich von den hellsten Farbtönen hin zu den dunkelsten Farbtönen vorarbeite. Das heißt, ich beginne mit dem allerhellsten und transparentesten Farbton oder Töne und arbeite mich dann immer weiter vor. Und überlagere dann mit, also die Blätter sozusagen, die ich dann mal überlagere, diese dann immer mit dunkleren Farbtönen, ja. Ich fange einfach mal direkt an und zeige euch, wie ich das meine. Ich versuche jetzt hier einen ganz hellen Blauton zu nehmen. Mische mir hier einfach mal so ein bisschen was zurecht. So braucht man auch gar nicht so viel Farbe davon. Und um zu testen, ob das auch so der Farbton ist, der euch so gefällt, weil hier sieht man, wenn er so nass ist, dann sieht man immer nicht ganz so viel, male ich immer hier immer gerne noch so an der Seite als Test. Ja, ich finde den so super. Das ist so ungefähr die Farbpalette, die ich mir so vorgestellt habe. Und fange jetzt einfach mal an. Und zwar immer entlang des Kranzes, ja. Und da kann ich jetzt natürlich, umso weiter ich rausgehe von meinem Kranz, umso mehr muss ich dann natürlich auch die Blätter nach innen oder außen malen, ja. Also ich zeige euch mal, wie ich das meine. Male ich hier ein Stück, das ist mein sogenannter Blattstängel, Blattstiel. Und male jetzt von hier aus Blätter, ja. Und da drücke ich jetzt im Prinzip mit meiner
mit meiner Pinselfläche. Also erst arbeite ich mit der Spitze vom Pinsel und drücke dann mit der Pinselfläche ganz auf, um ihn dann am Ende, zack, wieder so hochzuziehen, den Pinsel. Und dann habe ich nur noch so die Spitze. Ja, und ich drücke das, also jetzt in meinem Fall, von mir aus gesehen, drücke ich das nach links außen und setze nochmal an, drücke das nach rechts außen und ziehe wieder hoch und habe dann hier im Prinzip so ein Blatt. Und der weiße Strich in der Mitte ist dann die sogenannte Blattnarbe. So. Die Blätter, die müssen nicht alle gleich groß sein, die müssen nicht alle perfekt sein, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ja, wenn das hier nicht so, ihr seht hier, ich setze immer mal wieder ein bisschen anders an und variiere dann auch so. Das ist auch was, sobald ihr dann auch Übung drin habt und sobald ihr das wirklich oft gemacht habt, dann werdet ihr ganz automatisch einfach so ein bisschen flockiger und so ein bisschen unkontrollierter, auch so ein bisschen, ja, einfach lockerer, auch mit eurer Pinselführung und mit der Handhabung, was die Blätter betrifft. So, das ist so mein erster. Ich merke hier gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen, es ist doch ganz schön dunkel geworden. Ich hätte es eigentlich ein bisschen heller gehabt, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt hier angesetzt und gehe hier den Kreis einmal drumherum. Das heißt, ich möchte jetzt einmal gegenüber, möchte ich jetzt genau, oder nicht genau, aber so ähnlich, die Blätter jetzt auch mit dem gleichen Farbton haben. Ja, so. Gehe jetzt hier im Prinzip rum und setze jetzt aber die Blätter. Im Prinzip würde ich würde denken, ich würde hier weitergehen, möchte aber einfach verschiedene Blätter haben auf einem Kranz. Das heißt, ich lasse hier kurz frei und mache hier weiter. Einfach mit genau den gleichen Blättern, die ich hier auch schon gemacht habe. Ich hatte letztens ein total cooles Kommentar übrigens, weil ich ganz, ganz oft Huch sage. Das ist mir letztens wirklich aufgefallen im Video. Lasst euch davon bitte nicht stören. Ich versuche mich zu bessern. Aber das kommt halt auch einfach immer so raus, wenn ich irgendwie so daneben male oder irgendwie so oder denke kurz so, oh, das war jetzt, glaube ich, gar nicht so perfekt, dann ist immer gleich so, Huch. Zack. So, das reicht mir schon. So. Ihr seht ja auch, die Blätter sind ganz schön groß. Da werden wir jetzt noch ein bisschen variieren auch. Ne? Ich werde jetzt doch nochmal einen wirklich helleren Farbton nehmen. Da habe ich mir überlegt, ich nehme Grau. Das passt auch ganz gut in die winterliche Atmosphäre, ja, für unseren Winterkranz. So, mal gucken, ob das hier... So, das Grau male ich mal hier. Ja, das ist schön hell, genau. Und die grauen Blätter, die setze ich jetzt im Prinzip hier genau dazwischen. So. Und kann mir jetzt überlegen, ob ich eher dünne Blätter oder nochmal breite Blätter nehme. Ich entscheide mich jetzt so für so große, lange, also eher so ein bisschen so gräserartig. Und da werde ich jetzt hier so nicht ganz so ausladend werden mit meinen Pinselstrichen, sondern werde im Prinzip, fange mit der Pinselspitze an. Oh, ich habe hier, oh, seht ihr? Muss ich mal ganz kurz. Nee, das geht nicht. Ich habe hier so ein bisschen verschmiert und mache jetzt im Prinzip ganz einfach die Stelle nass, da wo die Farbe draufgekleckert ist und hebe die Farbe jetzt hier mit dem Tuch. Na gut, das geht jetzt hier heute nicht so gut. Okay. Nicht so schlimm. Ich mache weiter mit meinem Grau. Ich setze mit der Pinselspitze an und nehme die volle Fläche vom Pinsel und ziehe sie am Ende wieder hoch. Zack. 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 Das Ganze mache ich jetzt auch für die andere Seite.
So, das einzig Blöde ist halt, man muss immer so ein bisschen die Hand so ein bisschen drehen. Ich möchte das Blatt immer so ungern drehen, weil ich dann immer Angst habe, dass ich so die Perspektive verliere. Zack. Und weiter geht's hier mit den Strichen. Wie gesagt, nichts ist perfekt. Die können auch mal größer, mal kleiner, mal dicker und mal dünner sein. Damit ist die erste Schicht von unserem Blumenkranz schon ziemlich gut. Ich habe hier, also wirklich hier so ein bisschen geschmiert. Oh, das ist halt nicht so schön. Muss ich nochmal hier ganz kurz hoch. Zack, jetzt sieht es besser aus. Naja. Vielleicht können wir das noch über. Vielleicht übermale ich das nachher noch. Den kleinen Fleck da. Wie gesagt, sieht jetzt ganz gut aus. Muss man immer wirklich darauf achten, bevor wir jetzt mit der zweiten Schicht anfangen, dass es immer schon ganz gut angetrocknet ist. Hier habe ich jetzt nicht so die Probleme, weil ich nicht mit allzu viel Wasser gearbeitet habe in meiner Illustration. Das heißt, ich kann mir jetzt hier schon meinen zweiten Farbton anmischen und gehe dann auch schon mit meiner zweiten Farbschicht dann auch rüber und denke mir noch so ein paar andere Blätterarten aus. Ich glaube, so ein lila Ton fände ich ganz schön. So ein blau-lila. Mal gucken, was wir da hier so zusammenmanschen. So, jetzt mein lila Ton. Ja, gut, dass ich hier diese Farbprobe mache, weil der sieht tatsächlich eher blau als lila aus. Nehme ich aber so, der ist jetzt gekauft, ich nehme das Blaue und versuche danach nochmal einen lila Ton zu mischen. Ich zeige euch mal auf meiner Palette, sieht das ungefähr so aus. Ja, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, verstehe ich gar nicht, warum sie gedacht hat, das ist lila, weil es sieht so blau aus. Also bei mir im Licht sah das irgendwie doch deutlich lilarer aus. Ich mache hier komplette Wortneuschöpfung, das ist ganz, ganz großartig. Aber hier auf dem Papier sieht es wirklich deutlich blauer aus. Deswegen ist das gar nicht immer so schlecht, wenn man hier immer noch so eine Farbprobe macht. Ich nehme den Blauton jetzt aber so und versuche dann danach einfach nochmal, mich nal an einem anderen Lila-Ton. Okay, ja, weiter geht's mit einer weiteren Blattart. Ich will ja nicht immer das Gleiche machen. Deswegen, ich werde jetzt einfach mal kleinere Blätter nehmen. Mal versuchen. Und ich werde jetzt hier nicht über, also es geht ja jetzt darum, die zweite Schicht auch auf den anderen Blättern, zumal die müssen sich überlagern, ja. Aber es soll ja nicht alles so mega gleichmäßig sein, deswegen werde ich diese Schicht hier zur Hälfte über das Graue und zur Hälfte über mein anderes Blau hier malen. Und fange jetzt hier an mit kleinen Blättern. Die auch, also vom Stiel, also ich bin jetzt hier einmal vom Stiel abgegangen und gehe jetzt hier weiter, aber zack, vom Stiel ab. So, und mache hier so eine Dreifaltigkeit vom Blatt. Wenn man das hier ganz gut erkennen kann, hoffe ich. Also zack, kleines Blatt, nochmal kleines Blatt. Und von dem geht auch nochmal ein kleines Blatt aus, ab. So. Die Blätter male ich genauso, wie ich auch die blauen Blätter schon vorher gemalt habe. Ja, werde wieder ein bisschen ausladender, mit den Pinselstrichen. Allerdings hier benutze ich nur ungefähr die Hälfte der Pinselfläche. Ja, nur ungefähr die Hälfte der Pinselfläche, damit die Blätter dann so schön klein aussehen. Das sieht dann halt auch, das Coole ist, das sieht dann auch einfach deutlich buschiger und größer und einfach so schön voll aus. Und das gibt dem Bild dann auch einfach ganz, ganz viel Tiefe, auch dem Kranz ganz viel Tiefe. Okay, so, und das genau das Gleiche mache ich jetzt hier nochmal auf der anderen Seite und mache genauso hier so die Hälfte, fange hier bei der Hälfte an, mache hier wieder so meinen Strich, damit ich weiß, wo es hier so ungefähr lang geht. Zack. Das kann man dann immer beim Malen nochmal so ein bisschen korrigieren. Wie ihr seht, hier das nicht ganz rund oder gerade oder sonst irgendwas geworden.
Und hier auch wieder, ich male erst meinen Ast, drücke nicht ganz mit der Pinselfläche auf und male wieder mit zwei Strichen. Zack, eins, zwei. Und ziehe noch so ein bisschen die Blattspitze nach, einfach indem ich also nur die Spitze meines Pinsels verwende. Ich probiere es jetzt nochmal mit meinem lila Ton und mische jetzt einfach in den Blauton, den ich jetzt gerade schon hatte. Dann mische ich jetzt einfach nochmal lila und rot rein. Zack. So, jetzt sieht das... Ja, okay, das sieht natürlich schon deutlich mehr nach lila aus, ne? Zack, noch ein bisschen Wasser dazu. Ja, sehr schön. Noch einmal testen, bevor es losgeht. Oh, schön. Oh, der ist echt schön. Oh, ein Träumchen. Auch hier male ich wieder zuerst einen dünnen Strich auf meiner Linie drauf. Mal jetzt hier von meinem Blattstiel geht jetzt noch mal ein kleiner Blattstiel ab. Und ich male jetzt hier so runde Blätter. Und die male ich jetzt auch alle gar nicht so gleich groß und male sie so versetzt. Also das heißt hier so ein kleines Blatt. Und versuche das quasi auch versetzt groß und klein an dem Blattstiel entlang zu malen. Also das heißt, hier habe ich jetzt ein kleines, hier habe ich ein großes. Das heißt, ich möchte hier eher so ein kleines haben. Und kann dann hier auf der anderen Seite versetzt nochmal so ein großes Blatt malen. Zack. Und hier wieder ein großes Blatt. Wie gesagt, die müssen überhaupt gar nicht perfekt rund sein oder sonst irgendwas. Ich halte mich hier auch überhaupt gar nicht nach irgendwelchen naturgetreuen Blattformen, sondern das sind hier wirklich einfach so geometrische Formen, die ich so eigentlich aneinander reihe, ja. Das ist natürlich alles von der Natur inspiriert, also die Blattform gibt es natürlich auf jeden Fall. Huch, oh shit. Ja, jetzt ist der Pinsel ein bisschen abgehauen. Huch, jetzt berühren die sich, aber das ist jetzt... Ach, Fehler passieren. Zack. Jetzt bin ich rausgekommen. Achso, ich wollte sagen, dass ich mich natürlich von der Natur inspirieren lasse und dass es natürlich alles wirkliche Blattformen auch sind, die ich hier male. Aber ich habe jetzt natürlich keine Vorlage, die ich jetzt neben mir liegen habe, um jetzt hier irgendwie naturgetreu die Blätter zu malen. So ungefähr sieht das dann aus. Oh, ich weiß gerade nicht, ob mir das gefällt, ne? Gefällt mir das? Ich weiß nicht. Ist aber doch da ganz schön dunkel geworden, der lila Ton. Ja, egal, ich lasse das jetzt so. Bringt ja nichts. Und hier auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Ein bisschen kleiner. Hier mache ich es nochmal ein bisschen größer. Ein bisschen kleiner. Ich bin mit dem Kranz jetzt schon fast fertig. Ich lasse das jetzt noch ganz kurz antrocknen, weil gerade hier habe ich eher großflächig mit Wasserfarbe gearbeitet. Hier meine blauen Bereiche sind schon gut trocken. Ich werde jetzt nochmal mit zwei Farben Akzente setzen. Ja, und dazu werde ich jetzt einmal ein wirklich dunkles Blau verwenden. Okay, das ist mein dunkles Blau. Mit dem setze ich Akzente. Und die Akzente sehen jetzt so aus, dass ich nicht mehr irgendwie relativ regelmäßig hintereinander weg die Blätter male, sondern ich werde jetzt hier
ganz vereinzelt, so wie so Strunke. Ja, hängt euch bitte nicht an meinen botanischen Begriffen auf. Ja, ich werde hier einfach so ein bisschen Gestrüpp in meinem Blumenkranz noch malen. Und da, das ist echt so ein bisschen wahllos. Ich habe ja hier so einen kleinen Fleck. Ich glaube, den werde ich als erstes mal übermalen. Und da geht es hier einfach so darum, zack, noch so ein bisschen Strunze. Und ich mache hier noch so ganz kleine Pupsis oben drauf, so kleine Kullern. Ich nehme jetzt hier nochmal diesen lila Ton, den habe ich hier so auf meiner Untertasse und gebe hier nochmal an den Rand ganz viel Wasser rein oder mit drauf und nimm jetzt diese ganz transparente lila Farbe noch einmal. Die sieht ungefähr so aus. Oh, ist aber auch schön, ne? So, und die nehme ich jetzt nochmal, weil mir gefällt das noch nicht so ganz. Ja, also natürlich, wer möchte, kann den Kranz auf jeden Fall so lassen. Ja, also ich finde das auch echt schön so. Es gibt einfach noch so zwei, drei Sachen, die ich jetzt hier doch nochmal mit einem helleren Farbton, das habe ich vorher nicht so gesehen, aber jetzt bevor es fertig ist, werde ich jetzt hier einfach nochmal, hoch, oh, an welche Stelle mache ich das? Hier so, ja, einfach nochmal so Striche, so wie so Gräser machen. Weil mir das hier in der Mitte, das ist mir einfach deutlich zu gleichmäßig, ja. Also es ist von meiner Ästhetik her, das gefällt mir jetzt nicht so. Deswegen mache ich hier einfach nochmal so ein paar Striche. Doch, irgendwie gefällt mir das besser. Es sieht jetzt so ein bisschen irgendwie buschiger aus, ja. Ist jetzt nicht mehr ganz so krass gleichmäßig. Ja, genau. Wir sind am Ende wieder angekommen. Ich finde es doch, glaube ich, auch echt besser mit dem letzten Farbton. Der war eigentlich so nicht geplant. Eigentlich wollte ich, glaube ich, nur so die ersten Farbtöne machen und den habe ich jetzt doch nochmal so hinterher geschmissen und hier nochmal so ein paar Striche gemacht. Das finde ich aber echt deutlich besser, weil es dann nicht ganz so, sieht jetzt nicht mehr ganz so gleichmäßig aus, sondern so ein bisschen mehr Boho-Style im winterlichen Look. Wir haben eine ganz tolle Farbpalette, wir haben Blautöne, Lilatöne. Es sieht, finde ich, wirklich echt schön aus. So für ein, ich finde, man sieht auch echt gut, dass es ein Winterkranz sein soll von den Farben her. Die sind eher doch deutlich kühler gehalten. Ein bisschen, ein paar Warmtöne haben wir da drin, aber grundsätzlich ist die Palette eher so ein bisschen kalt und so graubläulich, ja, wir haben nur so ein bisschen Rot in unseren Lilatönen drin. Und ja, also wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet damit echt was anfangen. Wie gesagt, ich habe mich da nicht naturgetreu in irgendwas gehalten, sondern ich habe einfach so ein bisschen Farben und Formen zusammengemischt. Also eher so die Formen ganz wahllos, auch so ein bisschen ganz locker, flockig aus der Hand. Ich hoffe, ihr habt das wirklich sehr, sehr gut mitgenommen, könnt das auch selber zu Hause jetzt umsetzen. Und freue mich einfach auf eure Blumenkränze, ja. Farbpaletten könnt ihr natürlich jetzt ganz doll mischen und mixen, so wie ihr das haben möchtet. Und bin gespannt einfach, was bei euch rauskommt. Und ich freue mich einfach auf das nächste Mal wieder, wenn ihr wieder mit dabei seid und mir zuschaut und Bock habt, mir zuzuhören, was ich zu sagen habe über Aquarell. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!